Zuletzt bei Banjo-Tooie. Banjo-Tooie überrascht immer wieder aufs Neue. So haben wir beim letzten Mal eine Ego-Shooter-Passage entdeckt, in welcher wir sogar einen Boss besiegen konnten. Es hat sich unglaublich großartig gespielt und ich hoffe, dass da noch mehr davon kommt. Aber mit nun 8 Puzzlos in der Tasche werden wir die erste Welt, den Maiaos-Tempel, erstmal verlassen, da wir keine weiteren Secrets mehr finden konnten. Da müssen wir wohl zu einem späteren Zeitpunkt noch kommen. Bei Meister Pozzello konnten wir uns bereits Welt 2 und 3 auf der Oberwelt öffnen. Wir müssen sie nur noch finden. Hey meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Banjo-Tooie hier am Spiral Mountain, an welchem wir uns gerade befinden. Und hier wurde mir gesagt, soll ich mich nochmal in Ruhe umgucken. Denn es gibt hier eventuell die ein oder andere Sache, die ich überprüfen will. Und ich denke, eine der Sachen, die wir hier auf jeden Fall... Oh Gott, die Kamera. Die wir auf jeden Fall überprüfen müssen, ist der Eingang. Bruder. Ach Gott, ey. Oh, der Eingang in... Bro, warum ist die Kamera so weird? Warum ist die Kamera so weird? Ist der Eingang hier genau in diesen Hexenschlund? Denn wir haben ja schon gesehen, dass sich hier Cheeto befindet, auch wenn wir, glaube ich, aktuell noch nicht genügend Seiten haben, um mit ihm hier irgendetwas zu erledigen. Und ich habe das Gefühl, dass hier tatsächlich auch gar nicht mehr ist. Also ich sehe das hier hinten noch. Zack, ein paar Federn sind. Allerdings hat er noch nichts für uns. Das hat er uns ja auch schon gesagt. Okay. Ja, und ansonsten weiß ich irgendwie nicht, was ihr hier noch meintet. Also in den Kommentaren stand wirklich ab und zu drin, yo, Spiral Mountain Bro, du musst den Spiral Mountain anschauen. Aber irgendwie weiß ich nicht, was ihr sonst noch meint. Also ich sehe jetzt, dass hier drüben noch ein Gitter ist. Tatsächlich. Kann ich das aufsprengen? Nicht so, nicht so. Nee, so auch nicht, okay. So, aber hier rein, maybe. Nee, ich glaube auch nicht, oder? Ich glaube, hier ist nur Leben. Ja. Okay, aber wo genau wollen die jetzt von mir, dass ich hingehe? Weil... Ich meine, das Einzige, was man noch überprüfen könnte, wäre, ist der Wasserfall. Aber nee, beim Wasserfall oben waren wir auch schon, ne? Da erinnere ich mich noch dran. Da waren wir auch schon. Ah nee, im Wasserfall drin, aber noch nicht. Wir waren noch nicht im Wasserfall. Aha. Da ist nämlich hinter dem Wasser auch ein Eingang. Okay, dann können wir das auf jeden Fall noch überprüfen. Und wenn wir das dann getan haben, Freunde, dann können wir in die zweite Welt marschieren, bei der ich sehr gespannt bin, Freunde, was dort auf uns wartet. Das war ja so eine Art, ich glaube, als Minenschacht haben wir es zumindest beim letzten Mal deklariert. Da gucken wir dann gleich nochmal, aber ne, irgendwie so ein bisschen in die Richtung. So, wir fliegen jetzt hier ganz entspannt durch. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie... genau hier hoch muss. Exakt. So. Oh, sag nicht, dass hier nichts ist. Hier ist nichts. Bruder! Hier, ich höre hier einen Jinjo. Doch, das hat safe mit dem Kazooie-Tor da unten zu tun, ne? Das muss mit dem Kazooie-Tor unten zu tun haben. Ne? Irgendwer pfeift hier sehr, sehr laut. Aber das muss hinter dem Kazooie-Tor sein. Und dementsprechend ist hier, glaube ich, erstmal nichts, Freunde. Deswegen, ja, etwas unerfreuliche Erkundungstour. Wie gesagt, vielleicht ist hier noch mehr, ich weiß es nicht. Aber erstmal nicht für uns. So, dann nutzen wir jetzt diese Schnellreisetour. Na, da oben ist auch hier auf jeden Fall nochmal... so eine Note. Keinen Schimmer, wie wir da hochkommen sollen. Da gibt es wahrscheinlich irgendwo eine Flugplattform, aber
ja, alles zu seiner Zeit. Wir machen uns da gar keinen Stress. Und deswegen gehen wir jetzt in die mystische Mulde rüber mit dieser ultraschnellen Ladezeit. Es ist einfach, ah, oh, es ist so schmackhaft. So, und klettern jetzt hier hoch. Denn hier geht es wahrscheinlich, au, ach komm, ich war doch nicht mal ansatzweise in der Nähe. Und ich vermute, Freunde, dass es hier für uns in das nächste Gebiet geht. So, Bär, schwing deinen Hintern hoch. Da ist jetzt sogar nochmal ein Schild. Magische Globos findet man meist in der Nähe von Mumbo, Jumbo und Humba. Okay, alles klar. Immer in der Nähe der Häuser findet man die Globos. Der beiden Schamanen. In Ordnung. Ich werde vor allem bei Humba Wumba gucken. So. Weil ich das sehr interessant finde, was sie so zu erzählen hat. Ich finde, sie kann sehr schön Geschichten erzählen. Ja, sehr schön. Da sind ein paar Noten. Und da vorne ist auch schon der nächste Schnellreisepunkt. Zack. Das Licht ist grün und damit ist der aktiv. Und da ist sogar ein Move, den wir lernen. What? Aua, das war dumm. Super interessant. Auf der Oberwelt einfach so? 45 Noten brauchen wir, die haben wir, Friends. Let's go. Feuereier. Nun lernst du was, das musst du kennen. Mit Eiern zu schießen, die knistern und brennen. What? 50 Feuereier. Ein brandneues Ei, du jetzt hast erhalten. Nun lerne was zum Feuern, du musst schalten. Drücke RB oder LB, stehen alle Eier zur Wahl. Zum anpassenden Ei drücke LB nochmal. What? Okay. Oder muss ich hier in den Zielmodus gehen? Okay, warte. Irgendwie klappt das noch nicht so jetzt. Ne, irgendwie, ich kapiere nicht, wie man da durchswitchen kann. Also ich drücke jetzt RB. Jetzt drücke ich LB. Ah, jetzt. Okay. Sehr komische Steuerung. Da ist das Brandei. Okay, sehr weird. Alles klar. So, okay, Friends. Wir haben Feuereier. Auch wenn ich das Durchwechseln der Eier noch nicht ganz verstehe, das ist irgendwie sehr, sehr weird gelöst. Aha, hier sind ja diese Trennplatten. Die kennen wir prinzipiell schon. Hoffentlich kriege ich die vielleicht in der neuen Welt. Ja, ich muss nämlich hier als Banjo und Kazooie parallel auf diesen beiden Schaltern stehen, um in die nächste Welt zu kommen. Da sage ich doch nicht nein. Das heißt vermutlich jetzt in dieser Welt... Oho! Leere Honigwabe. Das heißt, dass wir in dieser Welt vermutlich diese Trennfähigkeit lernen. Das finde ich geil. Und was geht hier ab? Honigbinsheim. Hi, großer Bär. Ich bin Honigbini, Herrin des Honigs. Ach, hättest du nicht Herrin der Puzzlos sein können? Als hätte euer Abenteuer zu einfach gemacht. Jedenfalls kann ich euch extra Energieeinheiten für leere Honigwaben geben. Ich schätze, das ist besser als nichts, Mann. Sei nicht so unhöflich, Kazooie. Oh, verzeih, Wespendame. Ich bin eine Honigbiene. Eine Biene, keine Wespe. Aber natürlich, Hornissenmädel. Du hast genug Honigwaben für zwei weitere Energieeinheiten. Was? Für zwei? Ich habe vier Stück? Sicher, Süße. Dann wirf mir deine Honigwaben her, großer Bär. Oh. Hier ist deine extra Energie. Oh. Yeah. Und heilen kann man sich hier drin auch. Okay, zwei Honigwaben sind eine Energie, sehe ich das richtig? Oder die erste hat eins gekostet und die zweite hat drei gekostet. Dann habe ich jetzt auch alle meine vier los. Aber krass. Freunde, zwei extra Leben? Da sag ich definitiv nicht nein. Aber ich gucke mich jetzt trotzdem noch weiter um, Freunde. Ich traue dem Braten hier noch nicht so 100% tatsächlich. Oh mein Gott, man kommt hier hoch. What? Aber hier ist leider nichts. So, da drüben ist nochmal... Aha. Seht ihr das? So ein rostiges Gitter.
Genau so eins haben wir auch am Spiral Mountain gesehen. Und da muss ich ein Feuerei drauf schießen. Sehe ich das richtig? Moment. Ach, du Arsch. Warte mal. So, zack. Dann shooten wir hier. Oh yeah. Und dann geht das Tor hier auf. Wo führt mich das denn hin? Ich will doch nur in die zweite Welt. Jetzt hör doch auf, mir hier permanent neuen spannenden Stuff zu präsentieren, Spiel. Wie soll ich denn hier jemals in die zweite Welt kommen? Oh wow, hier ist schon Welt 3. Okay, ich aktiviere die Schnellreise. Aber tatsächlich erkunde ich das Gebiet noch nicht. Auch allein der Übersichtlichkeit halber. Okay, aber dann kann man solche rostigen Gitter durch Schalter oder ähnliches öffnen. Das heißt, dass das Gitter beim Spiral Mountain, ne, vermutlich auch nur über eine Art Quest oder ähnliches aufgeht. Oder halt durch ein Secret. Ich bin sehr gespannt. So, da sind wir, Freunde. Die Klunker-Kluft-Mine ist tatsächlich unser... Oh, hier sind Schuhe. Das sind die Sprungschuhe, aber du kannst sie erst benutzen, wenn du mich gefunden hast. Okay. Ja, es ist tatsächlich eine Mine, Freunde, wie wir es vermutet haben. So. Geile Sounds. Ja. So, hier ist ein Schalter mit... Da oben ist ein Globo, okay. Irgendwie ein Gitter oder so, habe ich das richtig gesehen? Können wir da jetzt irgendwie ein Tor öffnen? Bro, wie uns hier die ganze Welt präsentiert wird. Ja, tatsächlich. Aber auf Zeit. Ah, Friends. Dann ist das direkt eine Mission für die Sprintschuhe am Anfang des Levels. Aber da sehe ich uns noch nicht, Freunde. Ich will erstmal ganz entspannt, ganz in Ruhe mich hier umgucken. Das ist, ich glaube, in diesen Welten ist es der große Fehler, den man machen kann. Schaut mal, hier ist wieder so ein Stein. Hier sind sehr viele dieser Steine. Dass man, glaube ich, zu früh sich alles anguckt und am Ende des Tages dann eventuell sogar komplett die Übersicht verliert. So. Das Gitter geht zu, damit bin ich absolut cool. Ich habe die Sprintschuhe am Anfang des Levels gesehen. Ich denke, die werden das Rätsels Lösung hier sein. Und dementsprechend bleibe ich da einfach mal ganz, ganz locker und entspannt. So, da oben ist Humba Wumba. Die kann uns direkt in irgendwas verwandeln. Okay, hier muss ich irgendwas sprengen. Warte mal. Wenn wir jetzt hier schon die Verwandlung bekommen, dann gucken wir erstmal nach, was es ist. Und ich weiß auch immer... Ich weiß auch noch nicht, ob in diesem Zelt auch jemals was sein kann. Aber hier ist ein Schnellreisepunkt. Freunde, direkt zu Humba Wumbas Zelt. Das ist beeindruckend. Oh, du hast ein Globo, wollen es Humba geben? Na, ich will es dir auf jeden Fall geben. Wie immer. Natürlich, ich werf's einfach hinein. Zauber fertig. Spring in Wumba-Becken. Hä, voll geil. Okay. Und wir werden ein Dynamitzünder. Eine Dynamitzündvorrichtung. Wumba, das ist ein Detonator. Du linken Stick betätigen, um zu bewegen dich und drücken X, um auszuführen. Selbstzerstörungsattacke. Macht die mir Schaden? Oh mein Gott. Man macht sich damit selber Schaden. Was? Jiha, Freunde. Ah, man kann sich da einfach hinstellen. Ich musste gar nichts drücken. Das hat er komplett von allein gemacht. Die Selbstzerstörungsattacke ist tatsächlich nur, wenn man sich verteidigen will. Okay. Kanarienkaverne, Bro. Jetzt irgend so ein gelber Vogel, der hier übel hops genommen wird. Digga, was ist das? Ah, und schau mal, ich habe auch eine Luftanzeige. Okay, ich vertrage das gar nicht so gut. Oh, ich bin bei ihm drin. Nee, doch nicht. Hier drüben, kannst du mich aus diesem fürchterlichen Dilemma befreien? Wer bist du überhaupt? Ich bin Kanarien Carla. Ich wurde immer vorausgeschickt, um die Gänge auf Gassen zu überprüfen. Wenn ich gestorben wäre, hätte man gewusst, dass es nicht sicher ist. Nett! Ich kann mir schönere Jobs vorstellen.
Sie haben mich zurückgelassen. Ich fürchte, ich mache es nicht mehr lang. Keine Bange, Kazooie wird den Käfig aufbrechen. Wenn es sein muss. Okay. Kazooie bricht den Käfig auf. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie Kazooie das machen will. So, wir geben jetzt erstmal hier wieder den Detonator zurück. Na, ich habe das jetzt einfach nur gemacht, weil ich direkt so einen Ort hatte. Wird mit Sicherheit noch mehrere Orte geben, an welchen wir mit dem TNT gehen können, um irgendwas zu aktivieren. Allerdings glaube ich, dass wir da erstmal die Orte sammeln, ne? Dass wir uns erstmal hier so ein bisschen informieren und so ein bisschen anschauen, wo wir überhaupt hin müssen. Aber wir können jetzt tatsächlich schon mal... Du Arsch. Wir können jetzt tatsächlich schon mal hier reingehen und gucken, ob Kazooie das wirklich aufmachen kann. So. Jawollo! Juhu, ich bin frei! Es sind Momente wie diese, die ein solches Abenteuer bereichern. Aber sie hat nicht einmal ein Puzzlo. Damn, guys. Wir wurden einfach ausgenutzt. Oder? Ist das eigentlich jetzt wirklich ein Vogel? Sieht aus wie ein Mensch. Und sie fliegt sehr lange. Ah, hierher. Okay. Was ist ihre Mission hier? So, ich möchte mich hier nochmal tatsächlich ganz in Ruhe umgucken, ne? Ob hier noch irgendwo ein Secret ist, weil das wäre halt schon ein sinnvolles Versteck gewesen auf Federn. Na, hier in so einem Ort, wo jeder eigentlich schnell raus will und keiner sich wirklich Zeit zum Erkunden nimmt, hier ein Secret hinpacken, würde ich als Entwickler auf jeden Fall in Erwägung ziehen. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Aber ich glaube nicht, Freunde. Hier ist tatsächlich nur giftiges Gas. Alles klar. Dann bin ich hier erstmal zufrieden. Auch das Wasser müssen wir immer im Auge behalten. Ob da irgendwann mal ein Secret im Wasser ist. So, und dann reden wir jetzt gleich mit ihr, ne? Die hat sich ja da vorne niedergelassen. Was genau ist jetzt hier ihre Mission? Da scheint ja einiges los zu sein, ne? Hallo, Kanarien-Carla. Warum bist du immer noch hier unten? Ach, meine Flügel sind immer noch ein bisschen steif vom Herumsetzen im Käfig. Wie wäre es mit einem Rennen, um sie zu lockern? Auf dieser alten Dresine? Vorhin war sie noch kaputt. Ganz sicher? Stimmt, aber ich habe sie repariert und auf die Schiene gesetzt. Du bist recht erfinderisch für einen alten Vogel, nicht wahr? Ich versuche mein Bestes. Spring herauf, wenn du Lust auf ein Wettrennen hast. Klingt nicht übel. Was müssen wir machen? Drücke einfach X so oft du kannst, um die Dresine anzutreiben. Oh, ein Button-Mashing. Okay, alles klar. Alles klar. 3, 2, 1, los! Okay, Freunde. Ich habe absolut keine Ahnung, wie schwer das ist. Wie schnell oder langsam man das sein muss. Aber ich war noch nie der Beste im Button-Mashing, to be honest. Ich hoffe einfach mal nicht, dass das zu unfair ist. Und die Frage ist natürlich auch, wie lange das Ganze geht, ne? Das ist, Freunde, wir schauen mal. Wir schauen mal. Ich werde langsamer. Okay, aber sie ist auf jeden Fall noch weiter hinten, ne? Da ist ein Jinjo! Okay. Ey, die Kamerasequenzen sind ja sexy, aber wie lang geht denn das? Weil ich spanne mal meinen Bizeps so an. Ich glaube, da ist das Ende. Ja. Oh, okay. Alles klar. Puh. Das war fordernd. Das war sehr fordernd. Ich glaube, wir haben dich besiegt. Nun, dann könnt ihr dieses glitzernde Ding haben, das ich fand. Yeah, ein Puzzlo! Das war ein nettes Rennen. Und wie? Langsam fühlen sich meine Flügel besser an. Sollen wir den Weg zurückjagen? Hüpf auf die Dresine, wenn du glaubst, mich nochmal schlagen zu können. Oh boy. Ja, komm. Dann erst ein Schnellreisepunkt. Nein! Oh boy, es geht nochmal los. Okay.
war ein Schnellreisepunkt. Oh, den hätte ich aktivieren müssen. Ätzend. So. Ich weiß nicht, ob sie schneller ist oder ob wir nochmal eine Belohnung bekommen. Oh shit, oh shit. Für einen kurzen Zeitpunkt langsamer geworden und schon hört Benjo quasi auf zu fahren. Wir sind aber auf jeden Fall wieder vorne. Ich werde so ein bisschen entspannter gehen, wobei, ich meine, der zweite Durchlauf ist wahrscheinlich schwerer als der erste, oder? Aber der Vorsprung schmeckt auf jeden Fall schon wieder, ne? Und ich glaube, wir sind jetzt auch gleich am Anfang, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich sehe sie auch gar nicht mehr. Aber vielleicht nimmt sie eine Abkürzung, dann sind wir am Arsch. Ich zieh durch. Ja! So, okay. Friends, das ist, oh ja. Ich spanne immer so meinen Bizeps an und lass den so wackeln. Das ist so anstrengend auf Dauer. Krieg ich nochmal was dafür? Wir haben zweimal gewonnen. Vielleicht möchtest du dieses Stück Papier als Preis. Es steckte in meinem... Nein, ich will gar nicht wissen, wo es war. Ich glaube, ich war jetzt lang genug in der düsteren alten Mine. Ich werde durch die Wolken jagen. Tschüss, Freunde. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Oh, okay. War das so ein Teaser? Oh, da oben ist nochmal eine Cheeto-Seite. War das so ein Teaser, dass wir sie nochmal zu Gesicht bekommen im Spiel? Geil! Instant nochmal eine Cheeto-Seite hinterher. So, und ich habe gesehen, dass hier oben auch eine Cheeto-Seite ist. Aber ich habe tatsächlich, okay, die Kamera hat Spaß. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Ah, mit den Sprungfederschuhen wahrscheinlich, ne? Vermutlich mit den Sprungfederschuhen. Oder warte mal. Kann ich von hier springen? Yes, kann ich! Freunde, 2 Cheeto-Seiten in kürzester Zeit. Wahnsinn. So. Dann klatschen wir dich. Komm, dann machen wir jetzt die Challenge auch gleich noch, Freunde. Dann machen wir die Challenge jetzt auch gleich noch. So, zack. So, und wir müssen jetzt, glaube ich, hier entlang pacen. Oh, ich kann auf Wasser laufen, habe ich gerade gesehen. Okay. So, und ich glaube, da müssen wir jetzt quasi hier lang. Genau, dann hier rein. Ja, easy. Ich habe noch 19 Sekunden auf der Uhr, Freunde. Schaut mal da. Oh mein Gott, ich bin direkt hier oben gelandet. Let's go. Das zweite Puzzle. Hä? Als ob wir so viel Progress machen. Das ist ja mal übel krass. Also ich dachte irgendwie, dass man in diesen Banjo-Tooie-Welten quasi gar nichts findet. Ich meine, die hinteren werden wahrscheinlich auch noch größer. Aber dass wir allein jetzt schon wieder 2 Puzzles gefunden haben, ist richtig gut. Verdammt, da wollte ich eigentlich hin. Shit. Aha, da unten muss ich wieder als Kazooie alleine unterwegs sein. Ja, ich hätte jetzt eigentlich da hoch gewollt. Das war jetzt ein bisschen dumm. Da muss ich das Rennen vielleicht nochmal irgendwann machen. Und jetzt ist vor allem wichtig... Oh, Wasserdepot. Jetzt ist vor allem wichtig, dass wir so ein bisschen die... Okay, der wirft mit Dynamit nach uns. Zack. Dass wir so die Übersicht nicht verlieren. Na, dass wir uns genau angucken, Das geht nicht kaputt, okay. Vielleicht per Stampfattacke. Dass sie genau sehen, wo wir waren, wo wir noch nicht waren und. In den Banjo-Tooie-Welten ist die Übersicht ganz, ganz, ganz wichtig. So. Ich glaube, da verrecke ich wahrscheinlich, oder? Oder wir schauen mal. Okay. Sehr gut. So, aber nee, das ist tatsächlich ganz normales Wasser. Ich dachte vielleicht, weil es irgendwie so verschmutztes Wasser ist oder so. Aber ich meine, Luft anhalten, ne? Oh Mann, man kriegt ja mal auf die Fresse. Ich muss sie wahrscheinlich mit Eiern abschießen. Ja. Ich muss sie wahrscheinlich mit Eiern abschießen. Mhm. Da haben wir jetzt nochmal Leben, die ich hier sehr, sehr gerne mitnehme. Very nice. So, aber warum ist das hier das Wasserdepot? Also, ist hier irgendwas? Ach, da oben, schaut mal. Man kommt da hoch. Einfach mit einem Rückwärtssalto? Ja, oh mein Gott, okay. Krass. Stopp, bevor wir jetzt hier hochgehen, einmal außen rum gucken. Okay,
Okay, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, dass man hier hochkommt, aber... So. Ist da drin was? Nochmal eine Cheeto-Seite, bitte was? Okay, die Kamera ist hier sehr suboptimal. Wow. Okay, Freunde, das könnten alle drei Cheeto-Seiten sein, die es hier in der Welt gibt. Also ich glaube, in Welt 1 gab es auch nur... Ja, wir haben einfach alle Cheeto-Seiten. Digga, was zur Hölle. So, und da drüben müssen wir auch hoch. Da ist sogar noch ein Jinjo. Aua. Aufgepasst, aufgepasst. Na dann. Die Frage ist, gibt es hier auch eine Leiter hoch? Nicht! Es gibt hier keine Leiter hoch. Okay, dann habe ich beim besten Willen keine Ahnung, wie man da reinkommt. Okay. Vielleicht muss ich dafür fliegen? Gibt es irgendwo eine Flugplatte? Oder kann man hier irgendwo von oben kommen? Ah! Man kann safe irgendwie aus diesem Rohr rausfallen. Und dann landet man da drin. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir bei diesem großen Wasserbecken, Freunde, da hatten wir jetzt noch diesen einen Weg, den wir nicht gegangen sind, weil ich nicht auf der Plattform gelandet bin. Den merken wir uns noch, dass der existiert. So, aber jetzt sind wir wieder zurück in der Mine und wir sind... Ich weiß nicht, wo wir sind, aber ich sehe eine Schnellreiseplatte. Die aktivieren wir auf jeden Fall. Zack. Und hier ist... Ah, hier ist Mumbo. Okay, schaut mal, da ist sogar ein Puzzle drauf. Alles klar. Also, Mumbo scheint hier diese Felsen eventuell kaputt machen zu können, kann ich mir vorstellen. Schredderschuppen. Okay. Kann ich da durchschießen? Nein. So, ich glaube, ich habe übrigens das Durchswitchen mit der Alle geschnallt. Man muss, glaube ich, doppelt den Knopf drücken. Moment. Ja. Okay, verstanden. Aber wir nehmen hier die blauen. Ey, safe komme ich da nicht durch. Oder? Soll ich es probieren? Aua. Okay, er hat mich erwischt. Bruder, Banjo geht's gar nicht gut. Okay. Sehr schön. So, auf geht's. Jawollo. Okay, man kommt hier durch. So, und jetzt drücken wir hier den Knopf. Und jetzt dreht sich das Ganze. Das ist irgendwie auch nicht so nice. Aber ich meine, irgendwas muss das ja bewirken, oder? Ah, warte mal. Draußen ist doch der Puzzlestein. Vielleicht können wir den Puzzlestein mit Mumbo hochheben und hier in diesen Schredder werfen. Könnte doch sein, oder? Weil irgendwie, ich glaube nicht, dass du hier Mumbo brauchst. Einfach, dass dir einen Stein kaputt macht. Das fühlt sich einfach noch zu wenig an. So, warum sollte man Mumbo da hinschicken? Das wäre irgendwie so übelst unkreativ. Gerade auch, weil wir ja irgendwann auch die Fähigkeit bekommen, Felsen kaputt zu machen. Guck mal, da ist sogar noch ein Eingang von oben. Was geht denn hier ab? Wie komme ich denn an den Dacheingang ran? Warte mal, kann ich auf den drauf? Moment. Nein, ich kann, glaube ich, nicht auf den drauf. Oder? Nee. Aber ich kann hier auch nicht so leicht an Höhe gewinnen, tatsächlich. Also aufs Dach kommen geht noch nicht. Wie gesagt, wenn dann nur von hier oben, aber das ist ziemlich sicher ziemlich weit weg, oder? Oh mein Gott. Das könnte klappen, aber das fühlt sich nicht wie der richtige Weg an, Friends. Das sage ich ganz offen und ehrlich, das fühlt sich nicht wie der richtige Weg an. Nee. Da wollen wir jetzt auch gar nicht schießen. Da wollen wir jetzt auch gar nicht versuchen, das irgendwie kaputt zu machen. Da warten wir schön ab, bis wir den richtigen Weg finden. So, hier war ich, glaube ich, auch noch nicht drin. Was ist das für ein Ort? Ich mag es, wie in diesen engen Passagen die Kamera so hinter Banjo geht. Aha. Okay, Freunde.
Hier müssen wir nochmal als TNT-Stange herkommen. Okay, dann können wir jetzt aber per Schnellreise hierher manövrieren. Passt auf, passt auf, passt auf. Dann machen wir das noch kurz, weil das ist safe. Wenn ich, das sind alles so Sachen, wenn ich die jetzt nicht direkt mache, vergesse ich sie zu 100% später. Aber ganz safe. So, wir gehen zu Humba Wumba. Voll geil, dass der Schnellreisepunkt einfach in ihrem Zelt ist. Das spart so viel Zeit. Das Movement ist ein bisschen weird. Oh, und dann hier vor dem Schredderschuppen. Ja, genau. Und vor dem Schredderschuppen müssen wir hierher. Denn hier ist, glaube ich, die Stelle, an der wir springen müssen. So sieht's aus. Yeah, let's go. So, ich guck mal wieder kurz als Dynamit rein. Aber ich glaube, ich muss als Banjo und Kazooie dann her. Überflutete Höhle. Nee, nee, also ich glaube nicht, dass ich hier als Detonator umherdüsen muss. Das wäre weird. Aber wir kommen einfach im nächsten Part, Freunde, als Banjo und Kazooie hierher. Denn wir sind wieder am Ende angekommen. Leider, leider, leider. Ich sag's euch, die Parts vergehen viel zu schnell. Aber ich werde es gleich weiter aufnehmen, dass ich noch ein bisschen im Banjo-Tooie, dass ich die Welt noch im Kopf habe und ich noch so ein bisschen im Banjo-Tooie-Vibe bleibe. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Und beim nächsten Mal überprüfen wir die überfluteten Höhlen. Bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank noch an JT90PRL, Hykris Ski und Lux Arcadia für eure riesige Kanalmitgliedschaft. Ich danke euch.